So, Leute, vor 2 Wochen habe ich das Sneak Attack Commander Deck euch gezeigt aus Zendikar, weil ich nochmal so ein bisschen zurück erinnern möchte, dass Zendikar auch was Cooles war und nicht nur so fail, wie alle halt am Rumheulen waren bzw. sind. Und Commander Legends jetzt in letzter Zeit nicht das einzige Commander-Produkt war. Vor allem nicht das einzige günstige. Deswegen gucken wir uns auch das andere Commander Deck an, was zu Zendikar rauskam. Lands Wrath. Das kann der Commander. Der Commander. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich an. Ich habe, wie gesagt, in die ganzen Dinger noch keinen Blick reingeworfen, noch gar nichts. Für mich sind die Dinger komplett Neuland. Ähnlich wie das Internet. So, das heißt aber, hier ist auch so ein Support-Kit. Das kennen wir ja schon. Und dann komme ich jetzt an das Commander-Deck dran. Müll. Überall Müll. So viel Müll. So, ich hoffe mal, ich kriege den ganzen Müll hier noch weggepackt. Das ist natürlich ein Nachteil mit den Dingern. So, Coily. Tokens. Aber mit 1 Coily. Niemand braucht als 1 Coilys. 2-2 Coilys. Das ist der wahre Shit. So, hier, auch hier mache ich jetzt erstmal das Ding auf. Auch hier kein Arena-Code drin. So, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Jetzt hier auch so unglaublich viele gute Rares drin sind, dann breche ich halt langsam ab. Auch hier wieder, ihr seht schon, es ist echt eine richtige Menge. So, Entschuldigung dafür, kommen wir jetzt mal gerade rein. Unser Commander ist Ubun Muldaya Ancestor. 4 Mana 3-3 zu Beginn des Combats. Könnt ihr ein Land zu einem XXer werden lassen mit Trampel und Eile. Wobei X die Anzahl an seiner Stärke ist. Es ist still ein Land. Landfall. Immer wenn ein Landspiel kommt, kriegt er eine Platz 1-1 Marke. Auf eine eigene Kreatur, okay. Nicht schlecht, kann man über 2 Arten spielen. Ist leider eine ziemlich hässliche Karte. Was bist du denn? Troven Ward. 4 Mana 3-4 Wachsamkeit Landfall. Immer wenn ein Land ins Spiel kommt, könnt ihr eine permanente mit Mana-Kosten nur 3 oder weniger aus eurem Friedhof exilen. Wenn der stirbt, kommen die ganzen Karten auf. Vor allem permanent, nicht non-land permanent. Das ist geil. Dann kommen die ganzen drunter. Das ist gut. Geode Rager. 6 Mana 4-3 Erstschlag Landfall. Immer wenn ein Landfall habt, könnt ihr eine Kreatur, jede Kreatur von einem Gegner eurer Wahl goaten. Ich habe gelernt, dass Goat eine ganz, ganz komische Übersetzung ins Deutsche hat. Admonition Angel, der war damals richtig teuer. 6 Mana 6-6 fliegend Landfall, immer wenn ein Land ins Spiel kommt, könnt ihr eine Nicht-Land-Permanente außer ihn exilen. Und wenn er das Spielfeld verlässt, kommen alle mit dem exilten Karten wieder. Emeria Angel, 4 Mana 3-3 fliegend live. Nicht live fliegend, Landfall. Landfall, natürlich Landfall. Immer wenn Land ins Spiel kommt, kriegt ihr ein 1-1 Bird. Emeria Shepherd, 7 Mana 4-4, okay, fliegend. Immer wenn Land und Drachen ins Spiel kommt, könnt ihr nicht Land permanente aus eurem Friedhof die Hand zurücknehmen. Wenn das Land eine Ebene war, könnt ihr sie ins Spielfeld bringen stattdessen. Wow. Okay. Hour of Revelation. 6 Mana, zerstöre alle Nichtlandpermanenten. Der kostet 3 weniger, wenn ihr 10 oder mehr Nichtlandpermanenten im Spiel habt. Wenn generell. Es ist ein 3 Mana Zerstörer. Was? What? Nicole Bolas mit der Grund. Was? Ist das? Gab's die schon mal? Uff, Planar Outburst, 5 Mana Sorcery, zerstöre alle Nichtland-Kreaturen. Mit Awakening. Oh, Sonnentitan. 6 Mana 6-6 Wachsamkeit, wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine permanente Mana kosten 3 oder weniger aus einem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Beim Angreifen macht dasselbe. Together Forever. Das ist ein Dämon und ein Engel, wie süß. 2 Mana Enchantment, wenn ihr ins Spielfeld kommt, Support 2. 1 Mana, ihr sucht einen Kreatur mit einem Counter drauf und wenn sie in diesem Zug stirbt, kommt sie wieder auf die Hand. Okay. Abundance. Oh ja, direkt Rebecca Ruhe sieht man direkt.
4 Mana Enchantment, wenn ihr eine Karte ziehen würdet, könnt ihr sich dessen vorzeigen. Er könnt ihr aussuchen, ob es eine Land- oder Nicht-Land-Karte ist und die oberste Karte eures Decks vorzeigen. Bis ihr eine Karte mit dem revealten Typ vorzeigt, diese Karte nehmt in die Hand und den Rest unter das Deck. Das ist eine ziemlich beliebte Commander-Karte. Mending of Dominaria. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Sagas funktionieren. 5 Mana, Sagastein 1, ihr müllt 2 Karten, dann könnt ihr eine Kreatur aus eurem Friedhofszug auf die Hand nehmen. Stein 2 auch. Stein 3, ihr bringt alle Landkarten aus eurem Friedhof bei euch wieder ins Spiel. Dann wird der Friedhof ins Deck geschaufelt, okay. Multani, Yami Yami Avatar. 6 Mana 0-0, Reichweite Trampel, kriegt +1/+1 für das Land, was ihr kontrolliert, in eurem Friedhof. Also Feld und Friedhof. Für 2 Mana könnt ihr 2 Länder auf die Hand zurücknehmen und den aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Der ist gut. Nissas Renewal. 6 Mana Sorcery. Sucht euer Deck nach 3 Standardländern, bringt sie getappt ins Spiel und kriegt sie im Leben. Das ist nicht so gut. Rampage Baluf. 6 Mana 6-6 Trampel Landfall. Ihr kriegt ein 4-4 Bestie. Return of the Wildspeaker, Instant für 5 Mana. Ihr zieht entweder so viele Karten wie die größte Stärke der größten Nicht-Menschen-Kreatur oder Nicht-Menschen-Kreaturen kriegen +3/+3 ist meines Zuges. Ziemlich mächtig. Rite of Flourishing, 3 Mana. Zu Beginn des Draw-Steps zieht jeder Spieler 2 zusätzliche Karten. Immer wenn er ein Land für Mana tappt er doppelt so viel Mana. Ihr zieht eine zusätzliche Karte pro Runde und ihr kriegt einen zusätzlichen Landdrop pro Runde. Sylvian Advocat, 2 Mana 2-3 Wachsamkeit. Solange man 6 oder mehr Länder kontrolliert, kriegen er und Landkreaturen +2/+2. Das ist schon wieder so viele Rares. Walker of the Wilds, 4 Mana 3-3 für X und Doppelgrün. Legt ihr +1/+1 Marken auf ein Land. Das Land wird zu einer 0-0 Kreatur mit Eile und ist immer noch ein Land. Living Twister. Ein grünes, 2 rote, 2-5. Also 3 Mana, 2-5 ist schon gut. 2 Mana, ihr könnt ein Land abwerfen. Der fügt 2 Schaden zu. Für ein grünes könnt ihr eine Länderkarte, das ihr kontrolliert, auf die Hand nehmen, wenn ihr mal kein Landfall habt. Mina and Den Windborn. 4 Mana, 4-4. Ihr dürft zusätzlich Landbrunnen spielen. Für 2 Mana könnt ihr ein Land auf die Hand nehmen. Und eine Kreatur Trampel bis zum Ende des Zuges geben. Omnath, Locus of Rage, 7 Mana, 5-5, Landfall, immer wenn Land oder Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr ein 5-5, rot-grünes Elementarwesen. Und immer wenn der oder ein anderes Elementarwesen stirbt, fügt ihr 3 Schaden zu an irgendeinem Ziel. Sias Sandial, 4 Mana, immer wenn Land oder Kontrolle ins Spiel kommt, könnt ihr 2 Leben bezahlen. Wenn ihr es tut, zieht ihr eine Karte. Hier ist ein Manland drin. Needle Spires, kommt getappt ins Spiel, für Tappen für ein grünes oder für ein rotes oder weißes und für 2 Mana, für 4 Mana wird es zum 2-1er mit erstem Doppelschlag. Aber nur 1, warum nur 1? Vanishing Light, Condemn, Acidic Slime, der ist auch nicht schlecht. Juvenator, Harrow, gute Karte. Kodama's Reach. Sandikas Royal, auch ziemlich gut. Nice Charm, Struggle. Auch hier Arcane Signet, Soul Ring. Hier ist aber kein... Interessant. Hier ist kein keine Command Sphere drin. Woodland, ein paar Bounce Länder. Kann man opfern, eine Karte zu ziehen. Ein paar Guildgates, ein paar mehr Länder. Hier sind sehr viel mehr Effektländer drin. Und hier sind 2 neue Karten. Und noch ein paar andere. Okay, interessant. Für mich jetzt persönlich nicht ganz so hype wie das andere Commander-Deck, wie das blau-schwarze Commander-Deck. Was aber daran liegt, dass ich diese Strategie mit Landfall nicht so cool finde. Ich kenne aber jemanden, der das früher ziemlich hart gefeiert hat. Und der dieses Deck hier bestimmt auch ziemlich hart feiern würde. Mal gucken, ob ich den überredet kriege. Vielleicht habt ihr sogar schon ein Gameplay davon gesehen im Dezember. Mal gucken, ob ich den noch überredet kriege, ein Spiel mit mir zu machen. Oder
auch nicht. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.